Moin zusammen, ich bin's wieder der Harm und heute bin ich wieder mit euch alles 15. Ja, ich befinde mich hier gerade im Düngereinsatz von Feld Nummer 21, genau. Und Feld Nummer 75. 75 wollte ich hier eigentlich düngen, aber das Ding hatte ich hier vergessen. Ja, und was läuft noch? Auf Feld 41 sind noch kräftig Gras abgefahren, im Moment noch nicht. Weil der Verdichter und der Abfahrer oder der Silagefahrer blockiert sich die Linie. Da müssen wir uns gleich, wenn wir mit diesem Feld fertig sind, in den Zimmer. Ja, was habe ich als nächstes vor, wenn ich hier noch fertig bin und mir die Zeit noch bleibt, bevor wir die Zeit vorlaufen lassen zum nächsten Mal? Ich wollte mal diese Unkrautfelder, wo jetzt Unkraut draufsteht, was wir letztes Mal ja gekriegt haben. Da weiß ich nicht, muss ich die jetzt schon dünnen? Oder kann ich die später dünnen? Mit Pestizide verarbeiten. Da muss ich mal gucken. Das ist so, hier ist fertig. Ja. Hier haben wir fertig. Dann geht es jetzt Richtung 75. Aber erst wollen wir den Abfahrer auf die Beine helfen. No. Stopp. Information. Sind wir hier richtig? Ne, das ist gar nicht so leicht, da den richtigen zu finden. Warte mal. Oh, ich bin ja da. Ich bin ja genau da, wo ich hin will. Ein bisschen Gas geben. Ja, da hängen sie. Da hängen die Liebsten. Ihr sollt nicht quatschen, ihr sollt arbeiten. Meine Fresse, meine Fresse. So. Den Abfahrer mal kurz entlassen. Und zurück jetzt gern. Hier doch auch immer durchdrehende Reifen, ob das geht. Boah, hier ist es gut. Ja, ich glaube, also zum Abfahren für Silage, da behalte ich die beiden Case. Die sind ja selten dafür gedacht. Vielleicht sollte ich die auch nehmen zum Maisfahren. Aber da probiere ich noch aus, wie diese großen New Holland sich da machen. Ja, das läuft ja, ja, wa? Muss ich noch einmal... Ah, lass mich mal einmal nachfüllen. Hoffentlich stehe ich auf der richtigen Seite. Ja. Ja. Ja.
Also im Moment macht es mich die Laune, da hab ich schon mal gesehen. Also es brummt. Nicht irgendwelche Störungen oder so, weil irgendwas nicht funktioniert. Aber auch seitdem ich nutze dieses Autokombine und so. Also hier ja im Moment nicht. Mal gucken, was passiert, wenn ich das nachher wieder bei dem Drescher nutze. Was dann los ist. Muss man mit Dünger eigentlich auch einen gewissen Abstand vom Feldrand halten? Mit Gülle und so muss man das hier. Fast 19 Uhr, ich hab zwischen dich daran, ne? So. Ja, dann können wir jetzt ja so. Jetzt mal in. Ja, so kann es passieren. Ich wollte gerade sagen, GPS ist halt besser, da dürft man nicht ohne Doppel mehr, aber was die hier gerade machen. Aber was soll's. Was soll's. Man kann nicht alles runter machen. Wollen wir auch nicht, ist ja auch nur ein Spiel.
Gut. So, ich glaube, wenn ich diese Folge hier aufgezeichnet habe, dann mache ich mal in einer halben Stunde Pause. Oder 15 Minuten. Oder ich mache so lange Pause, bis der Abfahrer fertig ist. Hey! Hatte ich zweimal drauf gedrückt, wa? Oh, ist ja egal. Bei solchen Feldern würde es sich, glaube ich, auch nur einen Düngekurs einzufahren, ne? Bei kleinen Feldern lohnt es nicht. Da ist man gestartet und dann ist er gleich wieder fertig. Ich glaube nicht. Das lohnt sich nicht. Hier bei dem Bergmann kommt nichts mehr mit Gras. Seht ihr das? Ich glaube, der ist fast fertig. Sehr schön. Und wir haben es hier auch gleich. Gleich hier komplett mal einen Schnitt, wenn der Abfahrer fertig ist. Und zeichne noch ein bisschen Carlos auf. Da bin ich auch hinten. Da bin ich hinten drauf. Jetzt ist hinten drauf schon noch zwei Teile. Ich habe am Wochenende vier Teile aufgezeichnet. Ich habe diese Statue. Und hab dann mit doofen Fehler gemacht und hab das nicht gespeichert. Und ich muss den Teil mit dem Startboden nochmal spielen. Das ist blöd, wa? Jo. Da sind wir. Ja, geil. Ja, und wenn ihr euch jetzt fragt, was man haben, was nicht, oder oh, haben wir das da natürlich gemacht, dann schaut doch bitte den nächsten Teil an, wenn ich wieder ein Fuß spiele. Bis dann. Winke. So, ich habe jetzt Schlossi und fahr zum Hof. Kein Bock mehr.